Hallihallo, ihr Hübschen, neuer Vlog. Dieses Mal nicht im Auto, sondern am Flughafen. Und ganz ehrlich, wir haben super spät sind wir hier angekommen. Aber immer noch im Prinzip so, wie die das empfohlen haben von Ryanair. Und ganz ehrlich, schaut euch das mal an, wie voll das hier ist. Also absurd. Ich glaube, das wird hier eine ganz scharfe Nummer, ob wir den Flug kriegen oder nicht. Ich habe total Angst, ihn zu verpassen. Ich stehe jetzt hier allein und gebe gerade den Koffer ab. Und Florian stellt sich schon an für die Sicherheitscheck. Finde ich total dämlich. Und ich habe echt Angst, den Flug zu verpassen. Hey, ihr Hübschen, wir haben es jetzt auch geschafft. Ich weiß gar nicht, warum ich im Vorfeld so gestresst habe. Wir sind sogar jetzt im vorderen Drittel der Schlange. Irgendwie ging das im Endeffekt auch ganz schnell. Naja, wir sind jetzt auf dem Weg gerade zum Flieger. Ja, Barcelona, endlich, wir kommen! Letztes Mal voll Ärger bekommen, als ich hier gebloggt habe, beziehungsweise hier so im Flughafenbereich. Wisst ihr was? Mir relativ wurscht, mache ich trotzdem. Hallo ihr Hübschen, wir sind jetzt schon im Bus. Kleiner Trick, wenn ihr nach Girona fliegt, um nach Barcelona zu kommen, es gibt einen Shuttle-Transfer. Ich meine, das weiß jeder, der über Girona anreist. Aber der Trick ist, holt euch direkt hin und Rückfahrt, weil mit diesem Ticket habt ihr 30 Tage Zeit zurückzufahren und ihr zahlt hin und zurück 25 Euro und einzelne Strecke 16 Euro jeweils. Das heißt, das sind 32 Euro drin und so habt ihr 7 Euro gespart. So, schaut mal, wir sind in Barcelona. Das war irgendwie voll dämlich. So, wir müssen jetzt uns auf den Weg machen zum Hotel und haben uns jetzt gerade dazu entschieden, dass wir laufen. Wir könnten auch ohne Probleme mit der Metro fahren, aber irgendwie finden wir gerade so ein bisschen Beine vertreten gar nicht so verkehrt. Außerdem, Luft ist super angenehm, es ist immer noch echt warm. 25, 30 Minuten jetzt zu Fuß finde ich total in Ordnung. Der Koffer hat Rollen, dementsprechend passt. Mein Koffer ohne Rollen wäre auch blöd, aber ja, dementsprechend, let's walk. So ihr Hübschen, wir sind da, wir sind im Hotel. Mal wieder First Impression. Wir haben gerade ein Free Upgrade bekommen. In der Superior Room, links da, wie auch immer. Ich weiß nicht, womit wir das verdient haben, aber sage ich nicht nein zu. Mir ist übrigens ein bisschen warm, also wenn mein Make-up nicht mehr sitzt, verzeiht mir. Okay, nice. Das hier ist das riesengroße Bett. Alles hier verspiegelt und verglast. Krass. Ach, und da oben ist die Skybar. Schatz, guck mal. Ach, auch gut. Kannst du mir, wenn ich am Schreibtisch sitze, schön was vorduschen. Aber bitte mit Mühe geben, ne? Die Performance will ich sehen. Schauen wir uns noch einmal ganz fix das Badezimmer an. So. Oh Gott, also hier sieht man alles. Auch Sachen, die man vielleicht nicht sehen möchte bei seinem Make-up. Naja. Aber ich kann mich diesmal wenigstens nicht beschweren nach dem Motto, ich würde nichts erkennen im Hotel. Krass, wir haben sogar Bademäntel bekommen. Okay, läuft bei uns. Ja, und ich würde sagen, herzlich willkommen in Barcelona. Und Florian hat es mal wieder direkt geschafft. Kaum bin ich mit der Roomtour fertig, liegt er schon wieder direkt im Bett. Toll, mach dich doch mal nützlich. Ich mach mich doch nützlich, ich sehe gut aus. Aha, okay. Das müssen wir, glaube ich, noch ein bisschen üben. So ihr Hübschen, wir gehen jetzt gerade essen, beziehungsweise sind jetzt schon gerade essen. Und wir haben es natürlich total gut hinbekommen. Wir sind direkt einfach mal stumpf in den ersten freien Tisch, der draußen irgendwo frei war, gegangen. Und sitzen jetzt in einer deutschen Brauerei namens Moritz. Selbstgebrautes Bier. Finde ich sehr, sehr cool. Wir haben uns gleich gesagt, bestellen wir einen Liter und jetzt kriegen wir das in so einer coolen Flasche. Muss ich echt sagen, finde ich ganz cool. Auch wenn das so ein bisschen irgendwie am Ziel vorbei ist, extra nach Barcelona und jetzt sitzen wir hier in einer deutschen Brauerei und auch in der Karte Flammkuchen war drin, Frankfurter Würstchen, alles voll mit deutschem Essen, aber ich meine, im Zweifelsfall, wir haben so einen Hunger. Momentan ist es echt egal, was es ist. Hauptsache Essen. Leute, ganz kleines Update nochmal hier vom Essen. Ich finde es super cool, weil wir so alle 2 Minuten irgendwie ein neues Gericht bekommen. Wir haben halt mehrere Tapas und mehrere kleine Gerichte bestellt. Und die kommen halt nicht alle auf einmal so auf den Schwung. Man muss halt stundenlang warten, sondern wir haben 2 Minuten aufs Bier. Ich denke, das kam zusammen mit den Oliven. Eine Minute später kamen so Bratkartoffeln mit Aioli und scharfer Chiliölsoße.
Und jetzt gerade, nochmal 3 Minuten später, kommt gegrilltes Gemüse. Hammer. Finde ich super die geile Idee, dass man halt nicht ewig lange warten muss, bis halt einmal so ein Riesenschwung kommt, sondern dass man halt hier und da immer so wieder was Neues bekommt. Total die geile Idee. Und das Essen on fleek. Hammer. Hey, ich glaube, das ist hier allgemein der realste und unzensierteste Vlog ever. Ohne Scheiß, ich habe das Gefühl, ich habe für 8 Leute gegessen. Oh, wir kugeln jetzt zurück Richtung Hotel. Ganz ehrlich, das ist mit Tapas so gefährlich, vor allem wenn die ersten 3, 4 super lecker sind, weil man dann halt einfach den Hals nicht so klein. Ja. Ja, mini. Ja, vor allem, dann denkt man sich, ja, läuft, komm. Die anderen probieren wir auch noch. Scheiße, da kamen wir her, ne? Ja. Oh, Leute, ich kann nicht mehr laufen, ich kann nicht mehr atmen. Kennt ihr das, wenn ihr so viel gegessen habt, dass ihr keine Luft mehr bekommt? Ich bin fix und fertig. Hey Hilton, wir sind jetzt bei uns im Hotel auf der Rooftop Bar und wir haben uns einen Urlaubsdrink gegönnt. Prost. So groß wie mein Kopf. Ja. Und so groß wie mein halber. Der zweite Tag. Wir haben uns jetzt fertig gemacht und haben uns gesagt, okay, starten wir den Tag. Aber bevor es richtig losgeht mit der Shopping-Tour und ein bisschen bummeln und so, haben wir gedacht, ganz ehrlich, Kaffee con Leche muss vorher einmal sein, weil ohne Kaffee, ohne uns. Deswegen sind gespannt. Wir sind zum ersten Mal hier in dem Café. Normalerweise gehen wir immer woanders hin. Aber das wird später definitiv auch noch unser Ziel, dass wir einmal zu Buenas Migas gehen, weil die sind absolut super. Aber jetzt erstmal hier im organischen oder Organic Café Bloom. Café con Leche. Schmeckt sehr gut. Oh, schlechten Kaffee am Morgen hätte ich jetzt auch nicht vertragen. Wir hüpfen 10 Minuten später, nächster Kaffee. Welcome to our life. Wir haben es jetzt geschafft, wir sind bei Buenas Migas. Das hatte ich ja auch schon auf der Glow bei der Panel-Show erzählt. Wenn man uns in Barcelona sucht, immer bei jedem Buenas Migas reingucken. By the way, not gesponsert, schön wär's, aber leider nicht. Zum Frühstück gibt es jetzt ein Schokocroissant und ein Panini mit Gemüse und Käse und einen grünen Saft. Ich habe nicht wirklich geguckt, was da jetzt drin ist. Ich habe nur gesehen, oh mein Gott, da ist eine Karaffe mit grünem Saft. Meine. Weil grüner Saft ist healthy und so, ne? Wir lassen uns jetzt schmecken. Buenas Migas, definitiv Top-Empfehlung. Nächster Geheimtipp aus Barcelona. Florian hat auch noch einen Geheimtipp für euch, worauf ihr achten müsst, wenn ihr hier seid. Musst du zeigen. Man muss immer aufpassen bei den Bäumen. Die sind sehr tief. Also da bin ich schon mal so in Abgrund gefallen. Das heißt, achtet darauf, wo ihr euch hinsetzt, weil eure Stühle knicken zum Teil weg. Leute, ich bin ein bisschen genervt. Wir waren gerade bei Zara und stellt sich heraus, dass selbst XL super pressig aussieht. Zara macht also anscheinend genauso Scheißgrößen wie H&M. Dann waren wir bei Kiko, weil ich meine Nägel vergessen habe, ab und neu zu lackieren. Und deswegen habe ich mir da gerade Nagellackentferner und neuen Nagellack ausgesucht. Beziehungsweise Florian hat die Farbe ausgesucht. Oh ja, aber irgendwie, wir haben voll schöne Sachen bei Zara gefunden. Aber das ist voll frustrierend, wenn man da dann nicht reinpasst. Mega nervig. Ja. Und für Florian haben wir auch noch nichts gefunden. Aber wir geben die Hoffnung nicht auf. Irgendwas Geiles werden wir auf jeden Fall noch finden. Hallo ihr Hübschen, wir waren jetzt ordentlich shoppen. Ich habe doch noch was gefunden. Yay! Definitiv mal einen Daumen hoch, wenn ihr ein Shopping Hall hier aus Barcelona sehen wollt. Und jetzt wird sich erstmal gestärkt bei einer ordentlichen Mittagsrunde hier. Wir haben uns Focaccia gegönnt. Das ist im Prinzip so wie Pizza, aber halt nicht mit Tomatensauce. Einmal mit Thunfisch, Tomate und einmal mit, wie heißt das? Brie? So Camembert. Und dazu gibt es natürlich, wir sind in Spanien, ein bisschen Sangria. Yay, ohne Scheiß. Und ich muss jetzt was ganz Wichtiges machen. Und zwar muss ich mich hier einloggen und bei Florian ein Instagram-Bild posten, weil WLAN spinnt hier irgendwie ein bisschen und Florian kriegt mich nicht hin. Aber ich meine, wofür hat er mich denn, ne? Hey, Hübschen, wir sind gerade bei Sephora drin. Und der Sephora in Barcelona ist sehr groß, aber in meiner Erinnerung, in der Vergangenheit sehr dreckig. Wir lassen uns mal überraschen, ob dieses Mal die Erfahrung besser wird.
So ihr Hübschen, wir waren bei Sephora jetzt drin, beziehungsweise gehen gerade raus. Und ja, ich habe was gefunden und ja, definitiv sauberer. Und Florian hat gerade Daumen hoch gezeigt, hat man das gesehen? Ja, definitiv. Auch Florian ist happy, weil ich meine Sachen bekommen habe und ich glaube, wir waren nicht mal 10 Minuten drin. Yay! Zwei neue Foundations. Zwei Concealer. Ich glaube, das war's auch schon. Ich weiß es gerade gar nicht. Wie gesagt, gebt dem Ganzen hier definitiv einen Daumen hoch, wenn ihr ein Fashion- und Make-up- und Beauty-Haul sehen wollt, weil da hätte ich definitiv Bock zu und wir haben heute schon ein paar ganz gute Schnapper hinbekommen. Yay! Wir machen uns jetzt auf den Weg zum Strand, das ist der nächste Tag. Wir sind uns aber nicht mehr sicher, wie das war. Ich bin der Überzeugung, es gab am Strand Schließfächer. Florian glaubt aber nicht, deswegen will ich meine Kamera eigentlich ungern mitnehmen. Aber wir wollten morgen auch nochmal zum Strand. Das heißt, wenn es da Schließfächer gibt, nehme ich euch morgen auf jeden Fall mit. Aber heute haben wir Urlaub. Ich hoffe, ihr habt damit so ein bisschen Verständnis für. Das tut mir leid, dass ich euch heute jetzt nicht mitnehmen kann. Aber ganz ehrlich, wenn die Kamera weg ist, Pustekuchen. Dann gibt's gar nichts mehr. Pech gehabt. Na gut, wir sehen uns später.